Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Campus Simulator. Auf dem Weg von Berlin nach Amsterdam über Hannover und Arnheim. Wir sind in der letzten Folge hier in Hannover stehen geblieben und werde jetzt meine Fahrt weiter nach Arnheim fortsetzen. Ich würde sagen, wir beginnen und zwar damit, dass wir losfahren und die Begrüßung abspielen. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen unserer Busgesellschaft möchten wir alle hier zugestiegenen Fahrgäste an Bord der Buslinie 125 auf der Fahrt von Berlin Zentraler Omnibusbahnhof nach Amsterdam mit Zwischenhalt in Arnheim recht herzlich begrüßen. Bitte nehmen Sie Platz und machen Sie es sich bequem. An Bord des Busses steht Ihnen im hinteren Bereich eine Toilette zur Verfügung sowie ein kostenloser Zugang zum Internet. Zugangsdaten finden Sie in der Broschüre, die sich in der Tasche des Vordersitzes befindet. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, über einen USB-Anschluss Ihre mobilen Geräte mit Strom zu versorgen. Wir wollen Sie darauf hinweisen, dass das Rauchen im Bus nicht gestattet ist. Zudem gilt während der Fahrt für alle Fahrgäste eine Gurt- und Anschnallpflicht, die aus Sicherheitsgründen unbedingt zu beachten ist. Herr Andreas Lenz und Carsten Schmidt sind Ihre Fahrer auf der heutigen Fahrt. Bitte beachten Sie, dass aus Sicherheitsgründen während der Fahrt an den Fahrer keine Fragen gestellt werden dürfen. Sollten Sie jedoch Fragen haben, stehen Ihnen unsere Fahrer während den Zwischenstopps gern zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen jetzt eine angenehme Fahrt und freuen uns darauf, Sie sicher und komfortabel an Ihr Ziel zu bringen. Unser nächster planmäßiger Halt ist Arnheim. Geachte Dames und Herren, namens ons busbedrijf willen wij alle passagiers die hier zijn ingestapt op buslijn 125 op weg van Berlijn Centraal Busstation naar Amsterdam met tussenstop in Arnhem hartelijk welkom heten aan boord. Neem alstublieft plaats en maak het u gemakkelijk. Aan boord van de bus vindt u een toilet aan de achterzijde, evenals gratis internettoegang. De toegangsgegevens vindt u in de brochure in de zak van de stoel voor u. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om uw mobiele apparaten op te laden via een USB-aansluiting. Wij willen u erop wijzen dat roken in de bus niet is toegestaan. Bovendien geldt er tijdens de rit een verplichting om uw gordel om te doen en vast te maken, die om veiligheidsredenen strikt moet worden nageleefd. De heer Andreas Lenz en Carsten Schmidt zijn uw buschauffeurs op deze reis. Let op! Om veiligheidsredenen mogen er tijdens de rit geen vragen aan de chauffeur worden gesteld. Als u echter vragen heeft, staan onze buschauffeurs tijdens de tussenstops graag voor u klaar. Wij wensen u een prettige reis en kijken ernaar uit u veilig en comfortabel naar uw bestemming te brengen. Onze volgende geplande stop is Arnhem. Ja, wunderschöne Ansagen, muss man wirklich sagen. Danke, Fairsystem. Vor allem die holländischen gefallen mir sehr, sehr, sehr gelungen. Werde jetzt heute in dieser Folge bis Arnheim fahren und dann im dritten Video die letzte Fahrt von Arnheim nach Amsterdam. Einfach aus Gründen der Videolänge. Ich glaube, das ist auch in eurem Interesse. So, als nächstes müssen wir dann eine Pause auf der Rastanlage Obergassel machen. Dort wird ein Fahrerwechsel stattfinden. So. Ja. Ich weiß nicht, ob ich fahren soll oder lieber nicht. Bei dem KI weiß ich nie so genau. So, jetzt fahre ich aber. Die fahren einfach schon. So, da fährt ein Kollege. Ich fahre jetzt einfach mal die Autobahn drauf. So, nächster Halt ist dann der die Rastanlage Obergassel. Fahren hier aber ziemlich dicht aufeinander, Kollegen.
Morgen, Kollege. Frohe Fahrt. Tempomat. Ist das viel gemütlicher zu fahren. Rechtsfahrgebot. So, wir sollen um 14.53 Uhr in Arnheim ankommen. Bin ich ja mal gespannt. Wie gesagt, eine Pause müssen wir auch noch machen vorher. 350 Kilometer haben wir noch gut vor uns. Dann bin ich echt mal gespannt, wie spät das wird. So, warum fahren die jetzt alle hier so langsam? Baustelle. Das heißt, wir werden hier schon mal geschmeidig langsamer. Sind gleich nur 60. Ja. Dann fahren wir auch nur 60. Sowieso eng genug hier. Willkommen in Nordrhein-Westfalen. Sehr, sehr schön. Von Niedersachsen nach Nordrhein-Westfalen. So, ihr wisst, dass ihr alle zu schnell fahrt, ne? Du darfst gar nicht überholen mit deinem Transporter. Du bist über 2,10 Meter breit. Und ich bin ein Bus, also, ja. Aber warum sollte es im Spiel anders sein als in der Realität, ne? Leute, ihr wisst, wovon ich rede. Jeder, der vor Autobahn fährt, oder schon gefahren ist, kennt das Problem. Hauptsache dran vorbei, jeder will der Erste sein, ne? Egal wie eng das ist. Zu schnell und überholen, wo man eigentlich gar nicht mehr überholen darf. Hier ist 80, er ist aufgehoben. So, Köln, Essen, Dortmund. Die Richtung fahren wir auf jeden Fall noch weiter. Also wir fahren noch ein ganzes Stück A2. Dafür kann ich euch versprechen. So, bleiben wir erstmal auf der Mittelspur, weil rechts ist ziemlich viel los, wie ihr seht. So,
So, ein bisschen Flüsterasphalt. Die Mordkontrollierapparate, Blitzer, wie auch immer man die nennt. So, 290 Kilometer noch. Gleich mal wieder ein bisschen auf die Schilder achten wegen dem Parkplatz. Das wird den nicht verpassen. Wetter bleibt auch trocken im Moment. Sehr, sehr schön. Ich glaube, die Mittelspur ist für uns gespeichert hier. Für uns reserviert, weil rechts ist so viel los. Links kommt auch andauernd was vorbei. In der Mitte passt es. Kein Störer, kein Nichts. Könnt ihr schön flüssig durchfahren. Was mir persönlich sehr gefällt, weil das ist doch sehr angenehmes Fahren. So, da kommt wieder ein Schild. Schauen wir da gleich mal drauf. Obergassel. Das ist unser. Dann machen wir jetzt schön eine kleine Rastpause. Da bin ich dabei. Ja, Herr Kollege, 2-3 Minuten noch, dann stehen wir. Wir sind bereits auf dem Parkplatz Obergassel draufgefahren. Nur, falls euch das interessiert. Oder falls Sie das interessiert. Wobei Rauchen eh ungesund ist, aber das ist nur meine Meinung. So, tanken brauchen wir, glaube ich, nicht. Nö. Dann fahren wir jetzt hier auf dem Parkplatz. Dann machen wir unsere wohlverdiente Rastpause, den Fahrerwechsel. So. Holen wir hier mal ein bisschen mehr aus, weil das ist doch ein bisschen eng. Passt aber. So, ach nee. Stopp. Sehr geehrte Fahrgäste, wir würden jetzt eine kurze Pause von 15 Minuten einlegen und einen Fahrerwechsel durchführen. Bitte seien Sie jetzt rechtzeitig zurück im Bus, damit wir unsere Fahrt pünktlich fortsetzen können. Falls Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zusammen mit meinem Kollegen gerne zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dear ladies and gentlemen, we will now take a short break of 15 minutes to change drivers. Please be back on the bus on time, so that we can continue our journey promptly. If you have any questions, my colleague and I will be happy to assist you. Thank you for your attention. Ja, so viel dazu. Dann stehen wir auf, machen die Türen los und dann rasten wir. Und zwar machen wir das mit der Taste Escape. Kommen wir auf dieses Menü hier und dann steht hier unten Rasten. Da klicken wir einfach drauf und dann legen wir eine Pause ein. So, können uns wieder hinsetzen. Starten den Bus und dann drücken wir wieder die Taste 0 auf dem Nummernpad und dann kommt diese Ansage hier. Sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Pause. Mein Name ist Carsten Schmidt
Und wie bereits von meinem Kollegen angekündigt, habe ich den Platz auf dem Fahrersitz übernommen und werde Sie bis nach Amsterdam sicher und komfortabel fahren. Weitere Informationen erhalten Sie während der Fahrt durch unsere Ansage im Bus. Lehnen Sie sich jetzt zurück und genießen Sie Ihre Reise. Wir wünschen Ihnen von hier vorne weiter eine angenehme Fahrt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ladies and Gentlemen, I hope you had a pleasant break. My name is Carsten Schmidt, and as announcement by my colleague, I have taken over the driver's seat and will safely and comfortably drive you two to Amsterdam. You will receive further information during the journey through and announcements on the bus. Please sit back and enjoy your trip. We wish you a pleasant journey from the here and the front. Thank you for your attention. So, da, so viel dazu. Dann würde ich sagen, geht's jetzt weiter Richtung Arnheim. Nächster Halt, Arnheim. Auf geht's. Wunderbar. Ich hoffe, euch gefällt das alles und die Ansagen sowieso. Ich finde, die sind wirklich klasse. Also, das peppt das Spiel so richtig auf, finde ich. So, Tempomat. Und dann haben wir noch 250 Kilometer bis Arnheim. Ziemlich leer gerade die Autobahn, finde ich. Wenn man mal links rüber, von hinten kommt was. Der weicht aus, sehr schön. Bleiben wie gewohnt auf der Mittelspur. Ich glaube, das ist am besten, weil rechts doch immer wieder LKWs auftauchen und ja. Man soll ja nicht so häufige Spurwechsel machen, von daher bleibe ich einfach auf der Mittelspur und ich denke, das ist ganz gut. Da kann man flüssig fahren, ist einem selten was im Weg. Jeder, der mich überholen will, kann ja auf der linken Spur überholen. Ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass wir gleich runter müssen. Das heißt, ja. Genau, müssen nämlich jetzt die Autobahn wechseln. War nämlich jetzt hier auf die A3 drauf. A1, so ist es genau. So war's. Das habe ich mir gedacht, dass der rüberzieht. Das war mir klar. Dass der rüberzieht. Komm, lass mal vorbei. Zieh vorbei, komm. Bringt nichts.
Jetzt hier runter, um Gottes Willen. Beinahe die Ausfahrt verpasst, weil mich das blöde Postauto nicht vorbeigelassen hat. So, und schon sind wir auf der nächsten Autobahn. Und zwar auf der A2 wieder. So, 170 Kilometer noch. Ich glaube, die A2 wird dann auch gleich zur A3. Oder wir wechseln die Autobahn nochmal. Ich weiß es nicht ganz genau. Und normalerweise fährt man über die A3 auf die nach Arnhem rein, nach Holland rein. Und wird dann nachher zur A12. Also die A3. Uiuiui. Auf der Straße bleiben, auf der Straße bleiben. So, wir nähern uns mit den Riesenschritten, sind jetzt nur noch 140 Kilometer von 408 standen in Hannover zu Buche. Also da sind wir schon eine ganze Ecke gefahren, würde ich sagen. So, wollen wir hier mal FedEx und so weiter überholen. So ist MedEx. Was mich wundert, ist so still hinten. Kein Ton, kein Handy, kein nichts. Wundert mich. Die alle am Schlafen oder was?
Nagel ist angerissen. Ja, das war jetzt wirklich meine Schuld. Ich habe den nicht gesehen neben mir. Nix. So, jetzt sind wir auf der A3. Sehr schön. Dann nähern wir uns jetzt der Grenze. So, ich wollte nämlich sagen, wir fahren von der A3 in Holland rein auf die A12. Also die nächste Autobahn wird dann A12 sein. So, letzte Tankstelle in Deutschland. Was tippt ihr? Ja, 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 ja. Kommt gleich Holland. Hier ist schon Holland. Jetzt gleich. Jetzt sind wir in Holland. Hier ist die Grenze. Hier ist der Parkplatz, genau. Das ist eine holländische Tankstelle. Ja, sind wir in Holland. Ja, 12. Hier ist nämlich die riesengroße Tankstelle, die kenne ich, ja. Willkommen in den Niederlanden. Wunderbar. Das ist nämlich das Schöne, wir dürfen auch in Holland 100 fahren. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen hier, weil die Spuren irgendwie ein bisschen komisch werden hier. Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam ist auf jeden Fall geradeaus. Bleiben wir mal dahinter, wir gleich mit Sicherheit abfahren werden. Oder? Da tue ich mich da jetzt. Ne, Arnheim, rechts. Ja, wollte ich doch sagen. Boah! Da habe ich jetzt gedacht, ich hänge gleich an der Leitplanke. Dann
Knopf verloren aus. Ach, Knopf aus der Hand verloren. So, fahren wir hier mal runter. Ich würde sagen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir nähern uns jetzt unseren Zwischenhalt in Arnheim. Wir wollen uns von den Fahrgästen verabschieden, die bereits hier aussteigen und hoffen, sie hatten eine angenehme und komfortable Reise mit uns. Bevor wir ankommen, wollen wir sie daran erinnern, ihre persönlichen Sachen mitzunehmen und sicherzustellen, dass sie nichts im Bus zurücklassen. Es war uns eine Freude, Sie als unsere Fahrgäste begrüßen zu dürfen und hoffen, dass Sie bei zukünftigen Reisen uns wieder in Betracht ziehen. Wir wünschen Ihnen in Arnheim einen schönen Aufenthalt oder eine gute Weiterreise. Kommen Sie gut an, wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. An dieser Stelle wollen wir alle weiterreisenden Passagiere darüber informieren, dass unser Aufenthalt in Arnheim Busbahnhof etwa 5 Minuten betragen wird. Bitte achten Sie jedoch darauf, dass Sie rechtzeitig zum Bus zurückkommen, damit wir unsere Reise planmäßig fortsetzen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Geachte Dames en Heren, we naderen nu onze Tussenstop bij Arnhem. We willen de passagiers die hier uitstappen graag gedag zeggen en hopen dat u een aangename en comfortabele reis met ons hebt gehad. Voordat we aankomen, willen we u eraan herinneren om uw persoonlijke spullen mee te nemen en ervoor te zorgen dat u niets in de bus achterlaat. Het was een genoegen om u als onze passagiers te verwelkomen en we hopen dat u ons overweegt voor toekomstige reizen. We wensen u een prettig verblijf of een goede verdere reis in Arnhem. Kom veilig aan, we zeggen tot ziens en tot de volgende keer. Op dit moment willen we alle passagiers die verder reizen informeren dat onze tussenstop bij Arnhem ongeveer 5 minuten zal duren. Houd er echter rekening mee dat u op tijd terug bent bij de bus, zodat we onze reis volgens planning kunnen voortzetten. Bedankt voor uw aandacht. Ja, wieder eine sehr, sehr schöne Ansage. Wobei die holländische natürlich jetzt überwiegt, weil wir natürlich in Holland sind. Ja, sind jetzt auch gleich da am Busbahnhof, sind hier wieder ein bisschen zu schnell. Oh, da ist ein Blitzer, da wollen wir mal schön geschmeidig bleiben, Kuckuck. Gerade in Holland, wenn man da geblitzt wird, das wird ziemlich teuer, vor allem als Deutscher. Das habe ich selbst am eigenen Leib gemerkt, beziehungsweise eine Kollegin von mir. Die ist, glaube ich, 20 oder 30 zu viel gefahren oder 40 zu viel, ne, 20 zu viel, ne, 30 zu viel, 300 und irgendwas Euro an Strafe, also... Schon heftig. So, da wären wir in Arnheim. Sehr, sehr schön. Dann hat das funktioniert. Arnheim freigeschaltet. Genial. So, dann steigen wir mal aus. Machen hier die Klappe los. Warum stehen die jetzt alle da? Du kannst doch vorbei, Kollege. Ich kann nicht anders. Naja, egal. Machen hier die Klappe los. So. Dann haben wir einzubuchen hier, einzuchecken. Fangen wir mal hier an. Guten Tag. Fahren Sie in meine Richtung? Ja. Mahlzeit. Bitte, danke schön. Ja. Mahlzeit. Ja. Hallo. Das ja. Hi, sehr freundlich. Jo. Dame noch? Ciao. Ich glaube, dann haben wir sie alle. Die anderen wollen alle nicht. Ja, gut. Dann sind die wohl so. So, dann steigen wir wieder ein. Schließen die Türen. Dann hören wir uns doch die Ansage an. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen unserer Busgesellschaft
möchten wir alle hier zugestiegenen Fahrgäste an Bord der Buslinie 125 auf der Fahrt von Berlin Zentraler Omnibusbahnhof nach Amsterdam recht herzlich begrüßen. Bitte nehmen Sie Platz und machen Sie es sich bequem. An Bord des Busses steht Ihnen im hinteren Bereich eine Toilette zur Verfügung sowie ein kostenloser Zugang zum Internet. Zugangsdaten finden Sie in der Broschüre, die sich in der Tasche des Vordersitzes befindet. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, über einen USB-Anschluss Ihre mobilen Geräte mit Strom zu versorgen. Wir wollen Sie darauf hinweisen, dass das Rauchen im Bus nicht gestattet ist. Zudem gilt während der Fahrt für alle Fahrgäste eine Gurt- und Anschnallpflicht, die aus Sicherheitsgründen unbedingt zu beachten ist. Herr Andreas Lenz und Carsten Schmidt sind Ihre Fahrer auf der heutigen Fahrt. Bitte beachten Sie, dass aus Sicherheitsgründen während der Fahrt an den Fahrer keine Fragen gestellt werden dürfen. Sollten Sie jedoch Fragen haben, stehen Ihnen unsere Fahrer während den Zwischenstopps gern zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen jetzt eine angenehme Fahrt und freuen uns darauf, Sie sicher und komfortabel an Ihr Ziel zu bringen. Unser nächster planmäßiger Halt ist Amsterdam. Geachte dames en heren, namens ons busbedrijf willen wij alle passagiers die hier zijn ingestapt op buslijn 125 op weg van Berlijn Centraal Busstation naar Amsterdam van harte welkom heten aan boord. Neem alstublieft plaats en maak het u gemakkelijk. Aan boord van de bus vindt u een toilet aan de achterzijde, evenals gratis internettoegang. De toegangsgegevens vindt u in de brochure in de zak van de stoel voor u. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om uw mobiele apparaten op te laden via een USB-aansluiting. Wij willen u erop wijzen dat roken in de bus niet is toegestaan. Bovendien geldt er tijdens de rit een verplichting om uw gordel om te doen en vast te maken, die om veiligheidsredenen strikt moet worden nageleefd. De heer Andreas Lenz en Carsten Schmidt zijn uw chauffeurs op deze reis. Let op! Om veiligheidsredenen mogen er tijdens de rit geen vragen aan de chauffeur worden gesteld. Als u echter vragen heeft, staan onze chauffeurs tijdens de tussenstops graag voor u klaar. Wij wensen u een prettige reis en kijken ernaar uit u veilig en comfortabel naar uw bestemming te brengen. Onze volgende geplande stop is Amsterdam. Ja, sehr schön. Die Ansagen gefallen mir. So, wir machen jetzt hier noch ein Foto. Und dann war's das. Ich würde sagen, ihr seht mich dann in einem der nächsten Videos wieder auf der Fahrt von Arnhem nach Amsterdam. Bis dahin, macht's gut. Ich hoffe, diese Fahrt hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt einen schönen Sonntag, habt eine schöne Zeit. Passt auf euch auf. Ciao, Servus und Tschüss. Euer Dedeni Spieters. Bye, bye.